und herzlich willkommen zurück zum Verse Report, natürlich mit dem Monatsreport für den Juli. Es ist viel passiert, aber zu Beginn gilt erstmal unser Dank unseren Patreons, weil die haben uns wahnsinnig unterstützt, gerade jetzt auf der Gamescom und natürlich dadurch, dass wir uns eine hervorragende Ausrüstung wieder leihen konnten, um wundervolle Interviews zu drehen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal von uns allen, von dem gesamten Team. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich und wir könnten das nicht so machen, wie wir es gerade tun. Absolut nicht, ja. Deswegen vielen, vielen Dank. Den vollständigen Artikel natürlich zu dem Monatsreport, den gibt es natürlich auf Star Citizen Base, auch nochmal zum Nachlesen, falls wir hier etwas zu viel weggelassen haben. Ich sag vorweg schon mal, es wird sehr lang, ja. Es sind 8 Seiten, glaube ich, jetzt geworden. Ja, holt euch eine Tüte Popcorn und macht es euch gemütlich. Genau. Setzt euch hin, lehnt euch zurück und verzeiht uns mal vielleicht den einen oder anderen Fehler. Es ist wirklich viel. Und damit starten wir, würde ich auch sagen. Ne? Und wir fangen direkt an, würde ich sagen, mit unserem Hot Topic. Was war natürlich im Juli der Burner überhaupt, und zwar die CIG-Präsentation auf der Gamescom und die Vorführung der Alpha 3.0. Das ist nämlich ein Riesending gewesen. Als ich das gesehen habe und die Ankündigung gehört habe, so Ende des Jahres, dachte ich so, holla die Waldfee. Das ist auf jeden Fall ein steiler Zeitplan. Und sie haben schon gesagt, was glaube ich somit das Besonderste ist daran, dass vor allem dieses Wirtschaftssystem oder auch schon die Karrierewege, könnte man sagen, dass die angelegt werden im Sinne von Cargo- und Transportsystem, Handel, Piraterie und Kopfgeld. Das sind dann Wege, die man da beschreiten kann. Und dazu kommt natürlich die prozedurale Planetenlandung, die wir auch schon sehen konnten natürlich auf dem Event. Das komplette Stanton-System wird verfügbar sein. Außerdem sollen 30 bis 40 Raumstationen verfügbar sein, ne? Also begehbare Landezonen, also da haben sie sich wirklich viel vorgenommen, wir sind gespannt. Tja, und dann haben wir auch die Information auf einem unserer Interviews bekommen, dass ja das Stanton-System dann eine Flugzeit haben wird von 20, 21 Minuten, einfach wenn man nur durchpreschen will. Also es wird auf jeden Fall riesig, wenn es jetzt rauskommt, ne? Ja, also könnt ihr euch dann auch zum Beispiel ein Video in der Zwischenzeit von uns anschauen. Absolut, ja. So, damit können wir eigentlich direkt weiter ins Engineering, ne? Was gab es da Neues im Juli? Ja, sie haben schon seit Monaten daran gearbeitet. Es geht wohl weiter voran, nämlich mit der Reduzierung der Patchgrößen. Also jedes Mal, wenn wir uns einen Patch runterladen, die 20, 30 Gigabytes, das Ganze soll jetzt komprimiert werden, verkleinert werden und da kommen sie gut voran und machen nicht nur noch Tests mehr, sondern sie wollen auch die echten Daten jetzt übertragen. Also sie arbeiten jetzt schon mit den Programmen sozusagen, die Leute, was die Programmierer benutzen, und sie arbeiten jetzt schon mit den echten Daten, um das so fest, ja, so abzuklopfen, dass es dann auch wirklich funktioniert. Und ich denke, da warten alle von euch sehnlich drauf, dass wir mal die Downloadzeiten etwas reduziert bekommen, und CNG spart natürlich dann Geld dadurch. Ja, ein kleiner Nebeneffekt. Deswegen sehr, sehr wichtig. Der nächste Punkt war natürlich die Arbeit an der ganzen Atmosphärenflugmechanik, die tatsächlich wahnsinnig anspruchsvoll wird, weil die muss ja auch von der ganzen Physik-Engine berechnet werden. Das ist ein wichtiger Punkt, der besprochen wird. Und es wird halt tatsächlich auch simulierend, ja, die Atmosphäre simuliert werden. Ja, das fand ich ja mit am beeindruckendsten, muss ich sagen. Also wo das Raumschiff ja in die Atmosphäre eingedrungen ist und dieser Feuerschwall entgegenkam. Also ihr werdet diese Bilder sicherlich schon gesehen haben. Fand ich am geilsten eigentlich. Also ich bin total gespannt darauf, ob ich es vielleicht auch schaffen kann, wenn ich den Winkel falsch wähle. Aber es wurde, glaube ich, auch schon beantwortet, dass ich dann sogar abprallen kann. Also wenn ich jetzt zu flach reinkomme. Das sind so Sachen, die können wir alle ausprobieren. Mhm. Noch kostet es ja nichts, so ein Schiffverlust. aber sah auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus. Gerade mit der Freelancer, die da als brennender Kegel reinkommt, heiß. Ein anderer Punkt war noch Bergungsmechanik. Da wird gerade der Code vorbereitet, um den zu implementieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, ob die jetzt da Traktorstrahl meinen oder händisches reintragen, aber wir werden es sehen, was das genau betrifft, aber das soll wohl jetzt implementiert werden. Ja, und dann haben sie außerdem an den Missionssystemen gearbeitet, an dem sogenannten Flow Graph, also den dynamischen Missionssystem. Das wird dann richtig spannend, weil das ist in dieser Form so, wie es jetzt bei Star Citizen kommen wird, so noch nicht aufgetaucht. Also, dass wir halt ein dynamisches Missionssystem haben, je nachdem, ob ich eine Mission schaffe oder nicht schaffe, dementsprechend werden sich auch die NPCs verhalten, werden uns neue Missionen an uns weitergetragen. Also das ist, glaube ich, so ja, ein Riesending. Das wäre einer der größten Meilensteine in der Spielgeschichte, weil sie wollen es tatsächlich so machen, dass nicht nur quasi die Antwort geschafft oder nicht geschafft, sondern halt dynamisch die gesamte Mission in ihrem Verlauf
durch eine Rückkopplung tatsächlich immer angepasst wird. Das heißt, wenn wir zu langsam sind, kann es zum Beispiel sein, dass wir den Auftrag verlieren oder der Kunde sauer wird, er vielleicht sagt, okay, ihr verliert irgendwie die Hälfte vom, sage ich jetzt mal, die Hälfte von meiner Gage, die ich euch zahle. Oder aber auch, wenn man jetzt einen wichtigen VIP verliert, dann kann es sein, dass man, dass man dadurch halt vielleicht von der Reputation leidet. Also es wird so sein, dass diese Mission sich mit der KI, mit den Schiffen, die spawnen oder die spawnen, dass sie sich flexibel der Mission oder dem Verlauf der Mission und dem eigenen Spielverhalten anpassen. Und das ist natürlich tatsächlich, weil es auch ausgedehnt werden soll, aufs BU ist es natürlich eine wahnsinnig spannende Art, auch wirklich Geschichten zu erleben, obwohl man in einem MMO ist. Ja, und es wird dann auch, wie du eben meintest, ne, so eine genannte Callbacks geben, dass man eine Nachricht bekommt, hey, die Mission dauert jetzt zu lange und dann wird das Ganze abgebrochen. Ich ziehe euch Geld ab oder wir brechen das Ganze mal ab und... Die Piraten, die einen jagen, kommen einem dann doch auf die Schliche oder man schafft es, weil man besonders schnell ist, ihn auszuweichen. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, wie man sich das vorstellen kann. Aber das wird natürlich gerade das Spielen mit NPCs wahnsinnig spannend machen und halt nicht so dröge, wie wir es von anderen Spielen kennen, wo halt immer nur geschafft oder nicht geschafft eine Rolle spielt. Vor allem frage ich mich, wie sie das eigentlich machen wollen, weil du ja für jeden 20 Storys irgendwie entwickeln musst, ne? Also Szenarien. Du brauchst wahnsinnig viele Bedingungen dafür. Also das wird richtig spannend. Könnte auch erklären, warum vielleicht Spotify 2 so ein Batzen Papier ist. Ja, genau. Aber ich glaube, wir reden uns fest, ne? Ja, wir reden uns wir fest. Wir dürfen gar nicht so lange. Also weiter geht's mit der Planetenerstellung, den Zonen und dem Tag-System. Da waren sie auch fleißig, da haben sie nämlich gesagt, sie wollen die Planeten visuell verbessern, wollen halt nicht nur Gasplaneten machen und eine Oberfläche schaffen, wo du halt drüber fliegst und dann siehst du eben, okay, da sind Steine oder, ne, also das Ganze soll ein bisschen liebevoller gestaltet werden. Genau, liebevoller. Kann man so sagen. Und vor allem auch durch dieses Zonensystem, was sie verwenden, ist es so, dass quasi Bereiche auf dem Planeten dann definiert sind, zum Beispiel als Waldzone. Und dadurch werden sich die Objekte auch gerade so im Landeanflug oder im Überflug nicht so sprungartig aufbauen, sondern es ist vorher schon definiert und klar, diese ganze Zone ist eine Waldzone. Und diese Übergänge werden natürlich dann händisch überarbeitet. Ja. Das ist halt jetzt eine Eiswüste halt, sag ich mal, nicht neben einem tropischen Regenwald oder so. Genau. Also das Ganze soll halt sinnvolle Übergänge geben, smooth, ne? Also dass es nicht so eine großen Pop-Ups wieder gibt, wie du auch schon meintest. Genau. Ne? Und wir genau wissen, okay, der Planet ist in diese Ökozonen oder Landezonen eingeteilt. Und dazu kommen noch die Entwickler, ne, die dann Point of Interest wirklich einführen. Ja. Landezonen oder ein abgestürztes Schiff, also die werden dann quasi nochmal per Hand eingefügt und entsprechend der Geschichte des Sternsystems oder des Planeten. Ja, außerdem wollen sie ein sogenanntes Tag-System, also Markierungssystem einfügen, nämlich zum Beispiel ein Stuhl, ne? Also oder genau, verschiedene Objekte. Der Stuhl 245 Hashtag. Genau. Und den kann man dann zum Beispiel zusammenklappen oder hochnehmen, runternehmen oder was auch immer. Also dieses Tag-System soll auch implementiert werden. Und das befindet sich innerhalb der Zonen jetzt beispielsweise, ne? Dass Objekte halt wirklich mit ihren Attributen auch verkörpert werden können und dann hat halt ein Stuhl mit dem Tag Stuhl so und so hat dann gewisse Eigenschaften. Das heißt, den kann ich noch hochheben, ich kann ihn zusammenklappen, ich kann damit jemanden verprügeln zum Beispiel, ja. Aber einen Container, ein großer Frachtcontainer zum Beispiel, hat dann einen anderen Tag und der kann dann halt dementsprechend zu schwer sein zum Bewegen oder dementsprechend halt gewisse Eigenschaften besitzen. Und das ist sozusagen das System, was sie entwickeln dafür. Ja, und in puncto Design und Art, das ist unsere nächste Kategorie, da gab es natürlich auch Neuigkeiten. Und was war der größte Punkt? Es werde Licht. Oh ja. 36 Grad und es wird noch heißer. Die Sonne, die soll als tatsächliches Objekt tatsächlich stattfinden, ins Spiel reinkommen und ein Schattenspiel auch ermöglichen. Also je nachdem, also nicht, es soll halt nicht so sein, ne? Wir als Spieler stehen da, 10 Kilometer weiter ist die Sonne und wir bewegen uns und sie ist immer noch 10 Kilometer weiter. Nein, sondern sie soll dynamisch auch auf uns reagieren. Ja, und da war es halt bis jetzt in der CryEngine so oder auch bis jetzt im Spiel war es so, dass man halt eine Sonne hatte, die quasi nur ein grafisches Objekt war im Hintergrund und die war immer 10 Kilometer mindestens von einem entfernt. Und man konnte sie gar nicht erreichen und die gesamte Lichtlogik soll jetzt wirklich von den Sonnen oder von diesen Sternen halt definiert werden. Und deswegen musste die Sonne so eingeführt werden und die wird dann die ganze Lichtlogik vorgeben. Ja, und das Ganze dann physikalisch korrekt. Also das ziemlich beachtlich. Ja, finde ich auch beachtlich. Ich frage mich, ob sie die, das darf ich eigentlich nicht.
nicht, ne, so viele Anmerkungen, aber ich mache es trotzdem. Na klar. Also ich frage mich auch, ob sie diese Protuberanzen, ja, diese riesigen, sag ich mal, Plasmawolken und Fontänen auch schaffen einzubauen, die dann irgendwie aus der Sonne aufsteigen und wieder zur Sonne zurückfallen. Also vielleicht sehen wir sogar sowas. Könntest du ja mal vorschlagen, könntest du ja mal... Das zeige ich mir wahrscheinlich einen Vogel. Könntest du ja mal anmerken. Ich hätte da mal eine Frage. Also ich finde, das ist noch nicht physikalisch korrekt. Da ich fehlt finde, noch was. Könnten wir noch was einbauen. Ja, klar. Gerne. So. Asteroidenfelder. Oh ja, Ressourcen, Spawning und Respawning ist ein Thema, was sehr wichtig ist. Und dafür wurde ein System entwickelt, um erstmal im Universum und auch bezogen auf planetare, auf prozedural gerenderte Planeten eine Spawn- und Respawn-Logik zu schaffen. Und da werden in verschiedenen Attributen wird dann quasi definiert, in dieser Zone, in dieser Art von Gasriesen, in dieser Art von Planet gibt es die und die Ressourcen in der Fülle mit den und den Eigenschaften. Da spielen sogar halt die Eigenschaften eine Rolle, ob ein Stoff in der Umgebung zum Beispiel fest oder flüssig ist. Also diese Parameter werden dann erfasst und dann dementsprechend auch noch die Spawn-Logik. Das heißt, wie lange dauert es, genau, wie viel, auf welchem Raum kann spawnen, und dafür ist ein System entwickelt worden. Ja, und welche Masse wird das Ganze haben? Also diese ganzen Eigenschaften werden dort definiert. Und sie gehen halt auch in verschiedenen Schritten vor. Also erstmal, was wir auch hatten, die Zonen werden eingeteilt, dann welche Mineralien finden sich zum Beispiel auf diesem Planeten, Regionen? In welchen Regionen, genau, wo kann ich fündig werden, welche Erze sind wo vorhanden, und dementsprechend werden dann auch die einzelnen Zustände ist vielleicht definiert. Jetzt schon mal wichtig, sogar tatsächlich mal die Lore sich anzuschauen und sich die Planeten- und Sternsysteme anzuschauen, weil dann kann Galactic man vielleicht, Guide. Genau, Galactic Guide, da kann man sich vielleicht schon so ein bisschen was rauslesen. Auf jeden Fall. Und wir wollten eigentlich noch erzählen, weil jetzt haben wir den einen Punkt übersprungen mit den Zugangssystemen für Türen, Luftschleusen. Oh mein Gott. Aber es macht überhaupt nichts. Das machen wir jetzt einfach. Genau. Und zwar sehr spannend. Sie arbeiten nämlich gerade an dem Zugangssystem für Fahrstühle, für Türen, für Airlocks, diese ganzen Dinge. Da ist es nämlich so, dass jetzt diese Komponenten in diesem gesamten technischen Zusammenhang spielen jetzt die Komponenten eine Rolle. Das heißt, wir verbinden jetzt einen Aufzug oder eine Tür oder ein Airlock mit einer Sicherheitskonsole und dann können wir dort Parameter setzen, wer hat Zugangsberechtigung, wie sähe ein Code aus. All diese Dinge werden jetzt lokalisiert an Komponenten ins Spiel gebracht. Sinn davon ist natürlich, dass wir in der Lage sind, später sowas zum Beispiel auch zu hacken. Ja. Oder einen Fahrstuhlaufzug. Fahrstuhl, genau. Ich hacke mich ein und werde den Fahrstuhl dann abstürzen lassen oder werde andere Räume einfach abschließen und jemand kommt nicht mehr rein. Also das sind so die tricky Geschäfte, die wir machen. Oder der Klassiker. Feuerlöschanlage einfach anmachen und den Feind damit völlig verwirren. Sehr gut, sehr gut. Da gibt's viele Möglichkeiten. Ich sehe, wir werden Spaß haben. Ja, absolut. Also Mission Impossible pur, das wird sozusagen umgesetzt. Und Ocean's Eleven. Und das ist tatsächlich so weit, dass die, glaube ich, haben sie ein System schon entwickelt? Ja, sie sind dabei, dieses Sicherheitsterminal auch quasi zu integrieren. Ja. Genau. So, das haben wir jetzt nachgeholt. Das haben wir nachgeholt und gehen direkt dann zu den KIs und NPCs an der Stelle, ne? Auch wieder sehr, sehr spannend, tatsächlich. Also bei diesem Monat Support ist wirklich viel, viel dabei. Und zwar geht es da jetzt wirklich um die KI-Crew-Fähigkeiten, die jetzt ausentwickelt werden, mit dem Sinn dahinter, dass keine zwei NPCs am Ende des Tages dann gleich sind, sondern sie haben Fähigkeiten, die wir dann buchen können. Ja, also jeder wird spezielle Fähigkeiten haben und wir können unsere Crew zusammensuchen, so wie wir sie brauchen, und auch dementsprechend ausbilden und trainieren. Also wenn ich jetzt einen Ingenieur brauche, dann kann ich diesen NPC mir leihen, mieten, anstellen. Ne? Also wir wollen ja dann ganz korrekt vorgehen und denjenigen auch bezahlen. Und den können wir dann auch ausbilden und in bestimmte Bereiche genau einteilen. Also je nachdem, welche Aufgabe wir ihnen geben, werden sie auch weiter lernen und wir werden vorher halt auch schon wissen, das ist jetzt ein Waffenoffizier, das ist ein Ingenieur oder der ist ein Pilot, und dementsprechend werden sich dann auch, wenn man dann noch weitere Aufgaben in der Richtung den Leuten gibt, dann werden diese Leute immer fähiger in dem Bereich, und dann kann man sich dann am Ende des Tages wirklich seine eigene Crew zusammenstellen, und dann sollte man auch da auf jeden Fall darauf achten, dass man die nicht verliert. Dass die nicht uns abschmieren. Sonst vor allem gerade wichtig bei Multicrew-Missionen, also für die Multicrew-Schiffe, da wird es dann nochmal richtig spannend. Also wenn die da nicht richtig ausgebildet sind, dann weiß ich nicht, ob ich da einen NPC ranlassen würde. Dann hat man Kummer und deswegen werden die NPCs auch sehr wichtig werden, und wie gesagt, dieses Statistiksystem wird jetzt, daran wird jetzt gerade begonnen zu arbeiten. Und wir wissen auch von Star Citizen, das Verhältnis von Spieler zu NPCs. 90 zu 10 wurde gesagt. Also 90% NPCs und 10%, ne? Also normale spielt eine große Spieler. Rolle. Ja, also ich bin gespannt. Wird spannend, gerade mit Multicrew-Schiffen zusammen. Ja.
Dann, was war unser nächster Punkt? Social und Organisationssystem. Genau, der große Punkt. Sie sind dabei, die Freundeslisten und Kontaktlisten sowie die Gruppen- und Organisationssysteme auch ins Spiel zu implementieren, zu integrieren und das sogenannte Spectrum Ecosystem auch mit einzufordern oder einzubauen. Also es wird dann so sein, dass bestimmte, das finde ich eigentlich ganz spannend, ne? Weil wenn du nicht gerade Zugang hast zum Internet oder online sein kannst, wirst du mit diesem System auf einen Chatverlauf zugreifen können, auf bestimmte Apps, um trotzdem an diesen sogenannten an der Interaktion Ecosystem dran teilhaben zu können, an den Kommunikationskanälen teilhaben zu können. Dafür wollen sie halt die App und so einbauen. Und dafür haben wir halt quasi zwei Schichten. Einmal Implementierung ins Spiel. Wir sehen ja jetzt, das ganze Organisationssystem oder die Ränge, die wir heute haben, sind ja noch gar nicht integriert. Oder Gruppenbildung, ne? Dass man sagen kann, ich habe die Gruppe Handelspartner, ich habe die Gruppe irgendwie Piloten, ich habe die Gruppe Frachtarbeiter in meinem Kreis, in meiner Kontaktliste. Das wird ins Spiel integriert und auf der anderen Seite wird auch das gesamte Kommunikationssystem auch nochmal als App erscheinen. Wir wissen natürlich jetzt nicht, welche Deals oder welche Sachen man machen kann, ob man jetzt da wirklich so Verträge abschließen kann, auch die dann spielrelevant sind. Das müssen wir abwarten. Vielleicht kannst du Aufträge verteilen schon mal. Oder bezahlen. Oder wenn du irgendwie Schulden machst. Also es könnte schon sein, dass du... Genau, es kann schon sein, dass man da so ein bisschen auch geschäftsmäßig Handel treiben kann. Aber ich denke mal, was sicher ist, es wird nicht so sein, dass man jetzt da komplette Deals durchziehen kann und Geld verdienen kann, ohne das Spiel zu betreten, denke ich jetzt mal. Ja. Aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall ist es spannend, dass wir auf Freundeslisten und Kontaktlisten und Kommunikationsmittel zugreifen können, wie den Chat, auch wenn wir nicht im Spiel eingeloggt sind. Ja, dann gab es Neuigkeiten zu Squadron 42. Alle, die darauf gewartet haben, es wurde ja nicht so viel auf der Gamescom dazu gesagt, wird ja immer so auf die CitizenCon verschoben. Aber man kann so viel sagen, sie haben neue Motion-Capture-Aufnahmen gemacht, mal wieder. Wir gehen ja davon aus, dass es mehrere Teile sind, dass sie deswegen das alles jetzt schon nach und nach drehen und nicht erst dann in einem Jahr wieder. Es wurden 1255 Seiten Skript abgearbeitet. Die Daten wurden alle wieder zusammengefügt und zusammengebaut im Prinzip. Genau, ne? Und also das die waren einzelnen jetzt, Performances. Genau, und das waren jetzt vor allem auch so Kampfdialoge und so kleinere Zeilen, die gebraucht werden. Dafür ist das ganze Team dann auch wieder, tatsächlich nach den Aufnahmen, hat sich jetzt wieder in L.A. getroffen. Und es ist jetzt auch so weit, dass sie aus Squadron 42 die ersten Platzhalter-Dialoge entfernen konnten und jetzt zum Beispiel Mark Hamill integriert haben als Stimme. Also dass man seine Stimme dann auch hört. Da scheint es auf jeden Fall voranzugehen, ne? Und außerdem arbeiten sie an der Kleidung, das haben sie gesagt, bestimmt, an der Beleuchtung, ne? Und Lichteffekte, und Kleidung genau. Und Modelle werden nochmal überarbeitet. Ja. Also es scheint voranzugehen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel Parallelhandlung es dann wirklich am Ende geben wird. Hört sich so an, als wenn das eine extrem außen, wie nennt man das, neandernde Story-Erzählweise. Neandernde. Ja, schön, ne? Ja, sehr schön. Das kannte ich nicht den Begriff. Habe ich jetzt irgendwie gerade so, ich hoffe, es gibt es überhaupt. Aber ich glaube, es funktioniert. Ja, es wird auf jeden Fall eine riesen Handlung werden. Ja. So, dann, was gab es Neues zu den Schiffen im Juli? Man kann so viel sagen, auf jeden Fall die Drake Caterpillar, die ist so gut wie fertig, zumindest in der Darstellung. Da war es ja auch so, dass sie erst irgendwie zweistöckig war, dann ist sie wieder einstöckig geworden, jetzt ist sie wieder zweistöckig. Genau, und das ist jetzt gerade, jetzt ist sie wieder zweistöckig. Status quo. Und sie sind soweit fertig, dass die Cockpit-Dimensionen jetzt endlich stimmen. Mhm. Weil da waren immer Probleme mit, wie groß muss es sein, wie viel Platz muss da drin sein. Das ist jetzt fertig. Betten integriert oder nicht? Und ne, das war ja auch so die Frage. Genau, das war die große Frage, die große Diskussion. Tatsächlich ist es jetzt so, dass die überarbeitete Version des Designkonzepts der F7A fertig ist. Das ist sehr erfreulich und dadurch starten sie jetzt mit den Modellen, mit den Varianten der Constellation. Die sollen jetzt von der Qualität her der Andromeda angepasst werden, darauf warten wir ja alle sehnlich. Und tatsächlich ist die Aquila dann wohl die erste Variante neben der Andromeda, die dann auch ins Spiel kommt. Und das soll halt in wenigen Wochen passieren. Ja, und außerdem arbeiten sie, auch in puncto Squadron 42, schätze ich mal, wird das in die Richtung gehen, an der Idris. Und zwar ist das Captain's Quarter jetzt soweit fertig und sie sind jetzt schon dabei, Gänge, Flure, Treppen zu spiegeln. Also das... Da ist das Schiff ein dankbares Schiff, ja, würde ich genau sagen, mit diesen beiden Gängen an der Seite. Da lässt sich viel, viel Zeit mitsparen. Das Gleiche machen sie ja dann auch mit der Javelin, ne? Dass sie halt dieses Grundkonzept übernehmen. Mit den verschiedenen Räumen, ne? mit den Bereitschaftsräumen zum Beispiel und das auch einfach auf die Javelin transferieren.
Und bei der Bengal ist es soweit, dass sie jetzt im finalen Art-Stadium sind. Sie haben jetzt schon, gerade was die Außenhülle angeht, was die Gatling angeht, was die Flaktürme angeht, da sind sie fertig. Dann ist die äußere Brücke fertig und sie sind jetzt dabei, die innere Brücke fertig zu machen. Das heißt, wir sind da sehr, sehr weit gekommen. Was ist jetzt sonst noch fertig? Ich glaube, danach kommt die die Basisräume und an den Betten arbeiten sie gerade. Das ist nicht fertig, zumindest haben sie mit den Betten begonnen. Genau, und der Bereitschaftsraum haben sie jetzt auch angefangen. Genau, und wie gesagt, den können sie ja dann auch in die Javelin transferieren, weil es ja der gleiche Hersteller Aegis und deswegen ist das simpel. Genau, aber aus der Idris. Aus der Idris. Hm. Nicht aus dem Bengal. Nee, aus der Idris. Habe ich Bengal gesagt? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Es war jetzt sehr viel Inhalt. auf jeden Fall ist der Plan jetzt zwischen der Idris und der Javelin, weil sie beide von Aegis sind, dementsprechend halt das Captain Squatter beispielsweise rüber zu stecken. Ja. Und da werden bestimmt noch eine ganze Masse an Räumen kommen, die sich austauschen lassen. Ja, damit sind wir, glaube ich, durch und eigentlich schon bei Interaction. Genau, wow. Ging doch irgendwie schneller als gedacht, oder? Ich glaube, wir sind so bei 20 Minuten etwa. Ey, super. Nicht so schlecht. Ich nicht dachte, so das wird so eine halbe Stunde. So, jetzt ziehen wir nochmal so 10 Minuten. Genau, jetzt labern wir ein bisschen. Ah, war so schön. Nein, nein. Also Interaction, wir wollten von euch letztes Mal wissen, ja, wann glaubt ihr denn überhaupt, dass Squadron 42 kommt? Und da war es sehr interessant. Also ich fange mal trotzdem hinten an, ja? Dass die Leute, die gehofft... Pessimisten oder? Nee, die gehofft, die Optimisten. Gehofft haben, zur Gamescom wird es soweit sein, das waren dann doch 2%. Muss euch leider enttäuschen, ist noch nicht so weit gewesen. Aber Enthusiasmus ist sehr gut. Ja. Aber der nächste Enthusiasmus, geht in Richtung CitizenCon. Wie viel Prozent waren es? 13%. 13, naja, immerhin. Immerhin, ja. Also wird auf jeden Fall viel zugetraut. Jetzt kannst du deinen Pessimisten... Naja, es gibt natürlich auch noch die Ende 2017-Gruppe, ja. Die Pessimisten bei uns, die haben 6% bekommen der Stimmen. Ja, und Anfang 2017 haben 24% gesagt. Aber zu Weihnachten... 55%. Also... Das ist, würde ich sagen, mal die größte Gruppe und auch relativ mit Abstand die größte Gruppe, die wirklich das jetzt zutraut, Squadron 42 zu starten, zu Weihnachten. Wäre auch eine sinnvolle Zeit natürlich, wenn man jetzt das Weihnachtsgeschäft mitnehmen will. Wir hoffen es natürlich und ich denke mal, zur CitizenCon werden wir da nochmal ein großes Update bekommen, auf jeden Fall. Aber oder ich glaube nicht, dass es dann fertig wird. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht. Aber, wir wollen die Hoffnung nicht zerstören. Nein. Vielleicht kommt es ja zur CitizenCon. Ja. 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 So, damit sind wir durch. Das war der Monatsreport für Juli 2016. Ja, wir danken euch, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt, uns so fleißig unterstützt, uns Likes, Dislikes, Feedback, Kommentare dalasst, Abos dalasst. Und wie immer, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen wollt als YouTuber, freuen wir uns riesig darüber. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Wie gesagt, Gamescom war nur möglich in der Form durch Patreons. Gut, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns auch schon und sagen gemeinsam See you on the flight deck!